Ja, ein Fakt für Spark of Phoenix. Ich werde eigentlich bei diesem Video die Bewertung deaktivieren, weil einfach viel zu viele Dislikes kommen. Und zwar der Fakt, der eigentlich dazu ist, hier ein Item, was nur einfach ist, hier ein Item, was 16-fach ist und hier ein Item, was 64-fach stackbar ist. Wenn man drückt, das Signal ist 3 lang. Und die beiden Signale sind 1 lang, obwohl eigentlich dieses Signal sollte normalerweise 2 Blöcke lang sein. Das wäre gerechtfertigt, wenn man dieses Signal auf 2 Blöcke hat, aber obwohl das hier zwar 16 und 64 ist, wird da ein gleiches Signal ausgegeben, wo das ja eigentlich unterschiedlich sein sollte. Und das war schon der Fakt.